Servus ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir, wie immer vorab. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sind heute mal wieder zu Gast hier im wunderschönen Köln beim lieben Max. Hallo. Servus. Ich komme auch mal ins Bild rein. Ich bin sehr hungrig. Du zauberst mir was Leckeres zum Frühstück, habe ich gehört, ne? So schaut's aus. Und zwar einen leckeren French Toast. Wir haben schon alles hier stehen. Brioche, sehr wichtig, oder? Ja, also, auf jeden Fall. Toastbrot geht natürlich auch, aber wenn man es kann, sollte man, glaube ich, Brioche besorgen. Und du hast hier auch ein paar Beeren stehen und eine Flasche Wodka. Ja, das klassische Frühstück, das du oder vorbereitest. Russisches Frühstück. Nein, wir haben ein paar leckere Beeren, Brombeeren, Himbeeren und Blaubeeren. Das Ganze werden wir ein bisschen flambieren, ein bisschen Action da reinzubekommen. Und ja, Finish mit Nutella und Zimt. Ich würde sagen, wir schießen gleich mal los, denn wir sind hungrig, oder? Let's go. Ich gehe ein bisschen hinter die Kamera, damit ihr das gut nachvollziehen könnt. Wir starten als allererstes mit unserem, wie sagt man? Mit dem, womit wir... Mit der Eimischung, in die wir... Eimilchmix, oder? Kannst du also. Eimilchmix, weil French Toast werden ja natürlich eingeweicht, ne? Wie viel gibst du da rein? Nach Auge? Ja, 100 Milliliter ungefähr. Ja. Und zwei Eier. Und ein bisschen Zimt. Zimt, sehr, sehr wichtig, finde ich. Ja, oder? Gehört auf jeden Fall bei jedem French Toast dazu. Zimt mit dazu. So. Super. Und einmal hier glatt rühren. Ja. Eine schöne Angelegenheit. Okay. Wir können eigentlich jetzt schon die Pfanne vorheizen, oder? Würde ich auch sagen. Und dann mache ich das schon mal, während du hier am Mixen bist. Ich würde sagen, das macht man einfach so auf mittlere Hitze. Und wow, hier drüben wird dann flambiert natürlich, ne? Yes! Und hier schon mal einen guten Stich Butter hineingeben, so. Yes! Also für euch Leute zu Hause, das ist, glaube ich, wirklich... Kevin hat mir das jetzt einmal erklärt, wie man das von vorne bis hinten macht. Und ich glaube, das ist so mit das beste Frühstück, was man sich an so einem entspannten Sonntag zaubern kann. Ja, auf jeden Fall, wie du schon sagst. Und das meiste hat man ja auch zu Hause. Eier, Milch. Brioche jetzt natürlich nicht, ne? Unbedingt. Nee, aber wie du auch schon sagtest, wir können auch einfach ein schönes Toastbrot nehmen. Brioche ist einfach ein bisschen fluffiger, ja. Höherer Hefeanteil und macht das Ganze einfach ein bisschen angenehmer. Ja, so. Warenkunde vom Profi. Also Toast oder Brioche, Briochebrot einmal schön tränken, vorsichtig herausnehmen mit zwei Händen. So, setze nur kurz hier auf den Teller, dass wir beide gleich zeitgleich in die Pfanne geben können. So, hier einmal schön rein. Nicht eine halbe Minute drinnen liegen lassen, dass das auch richtig schön vollsaugt. Ja. Dann geben wir das gleich zur Butter in die Pfanne. Es geht dann auch ruckzuck und im selben Zuge werden wir dann auch schon unsere Beeren karamellisieren, flambieren. Flambieren ist wirklich auch immer so eine Sache, die eigentlich sehr einfach ist, ne? Ja. Aber die macht auch einen Mordseindruck, ne? Also das ist, ja, auf jeden das Fall. Ist eigentlich so ein Frühstück, das kann man zu Hause nachmachen, wenn man jemanden ein bisschen beeindrucken will. Würde ich auch sagen. Hier zum Beispiel das erste Date, vielleicht im Idealfall über Nacht geblieben. Ja, und dann ja. Macht ihr ein schönes Frühstück, Freunde, ihr seid auf Bahn 1. Ich glaube, das wissen super viele Leute gar nicht, wie man zu Hause flambiert, ne? Also ich dachte auch lange Zeit, das ginge nur mit einem Gasofen. Nee, dann tatsächlich. Gasherd, meine ich. Mit einem Gasherd ist natürlich am einfachsten, weil du hast eine offene Feuerstelle. Du gibst den Alkohol rein, weil der Alkohol verbrennt ja. Mit dem Alkohol flambiert man. Und dann hältst du das in der Regel halt einfach rüber, dass die Flamme den Alkohol erfasst. Ja. Und so das Ganze entzündet. Man kann es aber auch mit einem Streichholz machen, da sind wir total flexibel, würde ich behaupten. Sind wir offen. Oder? Ja. Hier machen wir jetzt nebenher schon mal ein bisschen Zucker rein in die Pfanne. Ja. Einfach ohne Öl, ohne alles. Ja, wir geben jetzt da ein ganz kleines bisschen Wasser mit dazu. Okay. Weil durch das Wasser, einfach nur so einen kleinen Schluck. Ja, dann karamellisiert das schön. Karamellisiert es gleichmäßig. Ja. Drehen wir mal ein bisschen auf. Hier müssen wir jetzt auch, glaube ich, schon. Muss eigentlich schon warm sein, ne? Ich schon sagen. Ja, ich glaube, kann man langsam reingeben, ne? Ne? Jetzt auch nicht kaputt. Einmal. Zweimal. Und wie lange bleibt der Spaß da jetzt drin? Ich würde sagen, so 2 Minuten von jeder Seite. Ja. Ja, ich glaube, man backt das ja komplett durch, ne? So, dass das ja durch goldbraun wird. Braucht man zum Karamellisieren auch Butter oder macht man das einfach jetzt mit dem Schluck Wodka rein? Ne, Butter machst du eigentlich nicht. Okay, okay. Wie gesagt, du kannst den Zucker auch nur so in eine trockene Pfanne geben. Nur da die Pfanne ja ungleichmäßig heizt,
habt ihr dann meistens an der Seite, wird es dann eher schon ein bisschen dunkler und in der Mitte ist es dann noch ein bisschen heller. Deswegen einfach einen Schluck Wasser mit rein. Das Wasser verdampft und es karamellisiert gleichmäßig. Genau, dann geben wir gleich die Beeren mit dazu. Ja, doch, das sieht schön aus. Ja, man sieht schon, das wird schon so ein bisschen so dickflüssig und so, ne? Ja. Und wahrscheinlich auch gleich braun, ne, wenn das karamellisiert. Genau, wenn das Wasser weg ist, karamellisiert der Zucker komplett. Und das ist ja auch einfach, was man unter einem klassischen Karamell versteht. Ja, ja. Und wir sind gerade in der Aufnahme, Leute, bei 10 Minuten und das ist gleich fertig, ne, für einen Teller. Also das ist wirklich eine super schnelle Angelegenheit. Jetzt geben wir die Beeren dazu. Alles ein bisschen was, aber das ist ganz gut so. Kann man natürlich auch gut saisonal kaufen, ne? Wir haben es uns jetzt einfach gemacht mit so einer Mischpackung. Sieht man das hier, wie schön das hier so ein bisschen karamellisiert. Und der Geruch, Wahnsinn. Ja, oder? Ja, Wahnsinn, der Geruch. Ja, der Temperatur ein bisschen runter. Ja. Geben einen guten Schuss Wodka dazu. Wow. Sieht man das? Ja. Nicht so wirklich, oder? Doch, ein bisschen sieht man es auf jeden Fall. Guck mal, wir machen mal hier das Licht aus. Kannst du mal was draufgeben, oder? Für die Kamera. Ja, oder? Ja, Leute, für euch machen wir uns hier zum Frühstück schon betrunken. Ui. Ja, doch, das sieht man. So, einmal durch. Mamma mia. Man sieht es leider nicht perfekt durch die Kamera, aber es ist sehr, sehr schön anzusehen. Ja, spitze. Top, oder? Ja. Ich koche jetzt einmal nur kurz runter und dann war es das schon. Der Zucker legt sich schön um die Beeren. Nicht so lange kochen, damit die Beeren noch so ein bisschen knackig bleiben. Ja. Und dann ist es jetzt auch schon super. Jetzt kann man auch noch einen Stich Butter dazugeben, wenn man möchte, um diesen ganzen Sud hier noch ein bisschen zu binden. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ja. Und drehen dann hier nebenher schon mal unseren French Toast rum. Schön goldbraun soll der ja sein, ne, von beiden Seiten. Bin ich gespannt. Boah, der Profi. Ja, spitze. Wie schön sich der geschlossen hat hier, ne? Ist ja Hammer. So, hier ein bisschen Butter nur, Freunde. Und dann das Ganze hier. Wenn der Geruch mit kreisenden Bewegungen die Butter hier so ein bisschen mit dem Sud zusammen emulgieren. Ich mache auch was, Leute. Ich bin auch beteiligt. So, hier Teamwork. Ja. Ne? So. Und jetzt sieht man, dass es hier schön dickflüssig geworden ist. So einen schönen Sud. Die Blaubeeren sind noch bissfest. Genau, das ziehen wir jetzt runter. Das lassen wir jetzt einfach nur so stehen. French Toast, dem geben wir noch 1,5 Minuten. Dann würde ich sagen, richten wir auch schon an. So Leute, während Kevin uns hier wirklich traumhafte French Toast gezaubert hat, probiere ich mich an einem schönen Kaffee. Ich habe gerade schon zu Kevin gesagt, die Milch ist leider nicht perfekt aufgeschäumt, aber gucken mal, was wir da Feines reinzaubern können. So, jeder, wow. Jeder hat seine Stärken. Oh, Freunde, sensationell. Der sieht doch ganz schön aus. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Viertelstunde, oder? Maximal. Viertelstunde, nicht länger. Viertelstunde mit Kaffee. Mit Kaffee und wir haben wirklich ein kaffeereifes Frühstück, oder? Ja, würde ich auch brauchen. Kleine Variation reingebracht für uns. Na dann, übergebe ich wieder an dich, Kevin. Du richtest uns das schön an, ne? Yes. So, Freunde, French Toast schaut so aus. Ich glaube, Hammer. Ganz ordentlich. Ja. Jetzt mal einfach mal hier drauf. Ja. Starke Nummer. Hat jetzt wirklich dafür, dass der so weich war, hat jetzt wirklich auch auf der Oberfläche schon wieder ein bisschen eine härtere Konsistenz, was, glaube ich, echt wünschenswert ist, ne? Für so einen leichten Kontrast. Ja, auf jeden Fall. Haben wir erst Beeren oder dann am Ende? Erst Nutella, dann Beeren, würde ich sagen. Jawohl, machen wir es so. Schauen wir, ich irgendwie so ein bisschen. Mamma mia. Wow. Einfach Nutella drüber. Absoluter Game Changer. Ja, den haben wir einfach nur. Die Dino-Teller, oder? Sag mal Dino-Teller? Ich sag Dino-Teller. Okay. Die haben wir einfach nur ein bisschen in der Mikrowelle warm gemacht. Dann kommt die ein bisschen schöner da raus. Ja. Kriegen wir die noch schön drauf. Kann man besser mit malen. Also, Leute, wer da nicht schwach wird bei diesem Anblick, der ist in meinen Augen kein Mensch. So, dann kommen noch die Beeren on top, ne? Yes. Beeren oben drauf.
karamellisierte Beeren. Schon fast so marmeladenartig außenrum geworden, ne? Ja. Wow. Der Kevin hat natürlich das auch nochmal anders drauf mit dem Anrichten, ne? So. Wir sollten immer zusammen Frühstück machen, wirklich. Ja, oder? Ja. Hoppala. Löst du noch mal ein bisschen aus, oder? Ja, genau. Einfach hier noch mal ein bisschen durchfüllen. Man kann es dann noch mal aufkochen. Aber das wird einfach nur noch mal, dass es dann doch sehr karamellisiert ist und wenn hier den ganzen Beerensaft hat, einfach hier noch so ein bisschen was mit oben drüber. Oder? Dann saugt sich das auch noch mal so ein bisschen damit voll. Das ist dann eine ganz gute Geschichte hier. Mamma mia, Leute, ich filme das mal schön für euch ab und dann sehen wir uns zum Taste-Test. Wow, also Kevin, was ist das für ein Frühstück? Frühstück für Champions, oder? Aber wirklich, für Champions, die hoffentlich den Tag lang nichts mehr zu tun haben, weil ich glaube, das knockt einen auch ganz schön aus, dieses Frühstück. Das behaupte ich auch. Ich schaue, ob das auch schmeckt, oder? Weil es schaut ja schon mal ganz, ganz nett aus, oder? Ist das jetzt eine dumme Frage, aber die Brombeeren sind rot geworden, ne? Werden Brombeeren immer rot, wenn man sie kocht? Nee, aber das, die Himbeere hat ein bisschen von der Farbe abgegeben. Okay. Boah. Puh, Leute. Ich probiere. Mamma mia. Mhm. Was ist das denn für eine Geschmacksexplosion? Wow. Ja, also ich lobe mich nicht gerne selber, aber ich würde sagen, es ist nicht so schlecht geworden. Ich lobe dich sehr gerne selbst. Vielen Dank. Ich lobe dich sehr gerne. Diese Komplexität, ne, die da schon drin steckt. 15 Minuten Gericht, Süße, Säure, so eine Cremigkeit innen drin, im Toast, oben drauf hast du schon wieder so einen leichten Biss drin. Ja, und wirklich, also muss man ehrlich sagen, kinderleicht, das meistert man oft zu Hause. Klar, vielleicht kauft man noch ein paar Beeren ein. Und im Idealfall auch ein bisschen Brioche, aber das macht ihr samstags nachmittags. Da habt ihr sonntags ein richtig cooles Frühstück, wo ihr für eure Liebsten nochmal schön einen raushauen könnt. Lifehack von mir. Ich habe einmal, wenn Brioche schwer zu bekommen ist für euch, ich habe einmal Burger Buns benutzt. Ich habe unten so einen Millimeter abgeschnitten, dadurch, dass halt unten auch die Eimischung gut aufgenommen wurde. Mhm. Aber also wirklich... Muss man nachmachen. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich würde sagen, wir essen jetzt in Ruhe auf. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen da. Wer noch kein Abo hat, würde ich mich sehr freuen. Lasst doch gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder. Ja. Mit kulinarischen Grüßen und bis bald. Macht's einfach nach. Peace.